Die Trailer in Die Sims 4 entsprechen oft nicht ganz der Wahrheit. Nach 8 Jahren Die Sims 4 sind wir alle schon ganz gut darin, zu erkennen, was tatsächlich zum eigentlichen Pack und was zu den Tricksereien aus den Trailern gehört. In diesem Video möchte ich euch meine ehrliche und ungeschönte Version des Dschungelabenteuer-Gameplay-Trailers zeigen, den ihr euch vorher nochmal in der Beschreibung verlinkt anschauen solltet. Los geht's! Willkommen in Selva Dorada. Irgendwie habe ich genau jetzt ein Déjà-vu zum Vampire-Trailer mit dem exakt gleichen Anfangssatz. Aber jetzt direkt rein ins neue Gameplay. Als erstes zeige ich euch den neuen Markt in Selva Dorada, der auf magische Art und Weise frühmorgens auftaucht und sich abends vermutlich in ein Paralleluniversum wegbeamt. Wir bei EA können mit dem mächtigen Werkzeug des Bildschnitts ganz genau umgehen. Größer als die 4 kleinen Stände, die hier zu sehen sind, ist der Markt nämlich auch gar nicht. Schade, dass die Touri-Sims im Spiel bis auf ihr Aussehen mit keinem besonderen Gameplay verbunden sind. Die Spinnen im Trailer haben bestimmt beim ein oder anderen Zuseher zu einer mittelschweren Panikattacke geführt. Jetzt geht es aber endlich rein in den Dschungel. Die rauchige Abenteuerstimme muss in der deutschen Version des Trailers zwar der Standardstimme, die gefühlt jeden der Trailer eingesprochen hat, weichen, es gibt aber trotzdem Positives. Selva Dorada und die erkundbare Fläche ist ausnahmsweise riesengroß. Lasst euch aber nicht austricksen, das Tor, welches man hier im Trailer erstmal freikämpfen muss, hat keinen verwinkelten Pfad hinten dran, sondern führt eure Sims per Teleportation direkt tiefer in den Dschungel. Die komplette Action wie Treibsand oder wilde Tiere werden im Pack eigentlich mit Textboxen abgehandelt. Davon erzählen wir im wahrscheinlich budgetschluckendsten Teil des Packs, nämlich diesen Trailer, aber mal lieber nichts. Die coolen Schauplätze in Selva Dorada, von denen ich euch auch in diesem Trailer massenhaft präsentiere, sind teilweise nur Deko und ohne Interaktion. Anders aber als die Tempel. Das macht die Sache aber leider nicht unbedingt spannender. Diese sind nämlich im Vergleich zu Die Sims 3 Reiseabenteuer gehend langweilig. Die Rätsel im Untergrund beschränken sich auf höchst anspruchsvolles Zielen mit der Maus auf die 4 verschiedenen Hindernisse und das beinahe zufällige Anklicken einer der 4 Interaktionen. Zumindest können die wie immer lustigen Animationen etwas rausholen. Als Belohnung für die ganze Klickerei erhalten wir einen Batzen Simoleons aus der letzten Truhe. Spannend, dass alte Tempelbewohner die gleiche Währung wie die modernen Sims des 21. Jahrhunderts haben. Ein echtes Highlight, welches auch in diesem Trailer super in Szene gesetzt wurde, sind die Skelette, welche ihr Unwesen treiben. Die aber wohl berühmteste Skelettdame der Sims-Reihe, Bonehilda, gab es aber dann doch erst mit dem Paranormale Phänomene Accessoire Pack. Ach so, stimmt ja, die Archäologiefähigkeit, erinnert ihr euch noch? Was wäre ein Sims-Pack ohne neue Fähigkeit? So könnt ihr auch hier die geborgenen Schätze genau unter die Lupe nehmen und auch verkaufen. Was in echt wohl durch strenge Gesetze nicht so leicht von der Hand gehen sollte. Und wisst ihr was? Obwohl wir bei EA so gerne mit neuen Animationen herumgeizen, haben wir hier neue in Form von knackigen Tänzen mit reingebracht. Seid ihr jetzt endlich stolz auf uns? Ach, auch wenn die Trailer in Die Sims 4 nicht immer der Wahrheit entsprechen, schafft es EA trotzdem jedes Mal aufs Neue, uns Appetit auf das nächste Sims 4 Pack zu machen. Bei Instant Gaming bekommt ihr dieses und viele andere Packs für unsere Lieblingssimulation deutlich günstiger, Link in der Beschreibung. Aber jetzt will ich eure Meinung hören. Wie realistisch findet ihr den Dschungelabenteuer-Trailer? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.